Der Zweck der Ehrenamtsgala ist, dass wir die Ehrenamtlichen bei uns im Vogtland auszeichnen. Verschiedene Institutionen, Vereine können dort Vorschläge machen und dann wird dort ausgewählt und in jeder Kategorie werden 3 Mann prämiert. Uns hat heute genau die richtigen getroffen, aber ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn die nächsten ausgezeichnet werden. Das erklären wir aber später. Das heißt, es ist bühnenfrei für die Dance Devils. Persönliches Highlight war heute die gesamte Veranstaltung gewesen. Wenn man in die Augen schaut, man muss eigentlich dort mit sehr viel Empathie rangehen an die ganze Sache, weil die Ehrenamtlichen sind auch von uns im Vogtlandkreis. Und da kann man als Landrat nur stolz sein, wenn man so eine sehr, sehr gute Bevölkerung im Vogtlandkreis hat. Ehrenamt ist wichtiger denn je, anerkannt im Ehrenamt. Und man muss sagen, natürlich auch, wir haben es heute gesehen, viele Ehrenamtliche sind schon im fortgeschrittenen Alter. Deswegen müssen wir auch schauen, dass wieder Nachwuchs kommt. Aber das wird mir auch nicht bange, weil viele Vereine sind dort so aktiv bei uns im Vogtland und da kommen immer wieder neue Leute nach. Und wir sehen das ja auch, wir haben heute auch Jüngere gehabt, die mir ausgezeichnet haben. Also mir wird es nicht bange, das Ehrenamt.